Yo Leute, was geht ab? Was habe ich euch Schönes zu berichten? Ja, das hier ist mein erstes Video auf diesem Kanal. Ich habe damals schon ein, zwei Videos gemacht. Da hatte ich gerade meine 125er gekauft. War eine SWM RS 125, war eine Enduro. Und hat auf jeden Fall Bock gemacht, das Teil. Also danach habe ich mir eine Suzuki GS 500e gekauft. Weiß nicht, 33 Jahre alt gewesen. Und ja, was soll ich sagen? War jetzt nicht so meine Welt. Wie gesagt, altes Motorrad, war viel zu machen. War an sich ein tolles Motorrad, weil Sportler ist halt so eine Sache, das muss man mögen. Und ich habe mir jetzt ein neues Prachtstück geholt, beziehungsweise was heißt neu, ich habe schon ein bisschen länger. Aber ihr habt noch nie was davon gesehen, weil, na gut, wie auch wenn man noch nie vorher Videos gemacht hat, theoretisch. Das ist das gute Stück, Honda CRF 250L. Also ich kann dazu sagen, ich habe den offenen Führerschein, ich darf alles fahren. Ich habe eine Enduro gesucht, die kam herein und dann habe ich mir gesagt, gut, die ist es. Ich hatte für diese Saison kein Motorrad mehr, weil ich meine Suzuki abgegeben habe. Also habe ich mir schnell mal die hier gezogen. Jetzt ist die ein bisschen dirty. Ich bin gerade schon eine ordentliche Strecke gefahren. Ich glaube so knapp 100, 150 Kilometer bin ich gerade durchgeprügelt. Einfach just verfahren, querfeldein, ohne Ziel. Ja, Motorrad ist soweit noch fast in Serienzustand. Hat sich jetzt nicht viel getan. Die, wie heißt das? Wie heißt das? Die Ventilkappen, die waren schon drauf. Ja, ob man das nun braucht, weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass diese Dinge auch nicht wirklich was taugen. Also die sollen irgendwie irgendwann nicht mehr so wirklich toll abzugehen sein. Wir haben jetzt aktuell 4083 Kilometer gelaufen. Ich habe vor ungefähr, weiß ich nicht, 200 Kilometer einen Ölwechsel gemacht. Ich habe ein bisschen was angebaut, weil ich eigentlich noch eine Tour fahren wollte jetzt in meinem Urlaub. Digga, wie viele Autos fahren jetzt hier? Eben nicht eins. Seit einer halben Stunde nicht eins. Jetzt 20 oder was. Ansonsten haben wir hier noch einmal USB-C-Anschluss, USB-Anschluss. Mit Batteriestand zeigt er dir an. Kann man ein- und ausschalten. Bitte nicht vergessen auszuschalten. Weil sonst zieht es dauerhaft Strom, sonst zieht es dauerhaft Batterie und dann ist irgendwann tot. Kann ich euch auch gerne verlinken. Die beiden Sachen habe ich von Amazon. Easy zu verbauen, einfach ein Kabel durchgezogen, zur Batterie zwischengeklemmt, fertig. Ansonsten haben wir hier noch Spiegel verbaut. Weiß ich jetzt nicht, ob die so konform sind, dass die den genauen Abstand haben. Das wird die Rennleitung mir dann erzählen, falls sie mich mal rausziehen sollten. Ansonsten Handguards, die waren aber schon dran, als ich sie gekauft habe. Maschine hat abschaltbares Hinterrad-ABS. Auch eine ganz feine Sache, vor allem wenn man im Gelände fahren will. Ich würde sagen, wir schwingen uns einfach mal rauf. Fahren jetzt eine Runde und dann schauen wir mal weiter. Ja, das ist jetzt Seriensound. Ja, ist okay, ne? Also weiß ich nicht. Kann man machen, kann man aber auch was Besseres ranmachen. Ob das denn nachher bei der 250er wirklich einen großartigen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber nun gut. Okay, Lampe blinkt, wir können los. Also man sieht in den Spiegeln halt auch einfach gar nichts. Ich weiß halt auch nicht, wie das mit der Soundkulisse ist, weil es ist unfassbar windig. Und ich habe so das Gefühl, dass ihr das wahrscheinlich dann auch hört, aber ich kann es halt leider nicht ändern. Oh, ich hab's vermisst. Geiles Wetter. Schön. Also ich sag mal so, es macht auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß als der 125er. Ist klar, ist doppelte Leistung, hat knapp 25 PS. Und wie gesagt, ich bin eigentlich echt mega happy mit der Maschine. Aber es gibt so ein paar Sachen, die meiner Meinung nach einfach, also ich weiß nicht, was das Fahrzeug Liste kostet, beziehungsweise Neupreis. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, okay, das hätte man anders machen können, beziehungsweise qualitativ ist das einfach nicht der Bringer. Und da wären wir halt beim ersten Punkt, das wäre das Fahrwerk. Also das Fahrwerk ist gänzlich ungeeignet für Enduro, für Wald oder irgendwas, was damit zu tun hat, was diese Maschine eigentlich könnte. Aber es taugt nichts. Also das Fahrwerk ist absoluter Müll. Also stellt euch mal drauf ein, falls ihr irgendwie Interesse hattet euch oder ob ihr euch so eine Maschine in Zukunft zulegen wollt, dass ihr das Fahrwerk gleich macht. Bah. Wenn man jetzt so Straße fährt oder sowas, es ist butterweich, es fühlt sich super an. Aber sobald es dann irgendwie Richtung Gelände geht oder Waldwege, ist das Katastrophe. Also ich bin eben gerade noch mal gefahren, es macht einfach keinen Spaß. Also es macht halt einfach ein Gefühl von Unsicherheit. Und weiß ich nicht, also wenn ich durch den Wald fahre oder wenn ich Sandwege fahre, Wald und Wiese, dann möchte ich nicht das Gefühl von Unsicherheit haben. Also ich habe mich auf der 125er wesentlich sicherer gefühlt vom Fahrwerk, was Schlaglöcher angeht etc. als auf dieser Maschine. Und das finde ich halt schon echt, ja, doll. Also wie gesagt, eine Honda, wo ich mir denke, okay, also es ist halt
die ist halt eigentlich auch nicht dafür gedacht. Seien wir mal ehrlich, die ist für Straße gedacht. Also das Bike jetzt hier, das ist für Straße gedacht, das ist für ab und zu mal einen Schotterweg fahren gedacht und vielleicht mal eine Reise machen oder so. Aber es ist nicht für Enduro gedacht, auf gar keinen Fall. Das Fahrwerk ist halt so unfassbar weich und das ist halt wirklich so ein Punkt, wo ich sage, okay, finde ich ziemlich schade, aber gut, muss man dann irgendwann mal ändern und in Angriff nehmen. Was ich sagen muss, und das ist ein positiver Punkt, der Kupplungshebel ist so weich, also es schaltet sich wie Butter, das ist unfassbar geil. Unfassbar gefährliche Scheißkurve hier, wenn du dagegen Verkehr kriegst, war es das. Ich weiß nicht, ob hier gerade jemand ist, ansonsten können wir hier gerne mal rechts ranfahren. Guck mal schnell. Was halt auch noch so ein Punkt ist, was echt ein bisschen negativ ist. Der erste Gang geht manchmal nicht ganz rein. Also man kennt das, dass der erste Gang, sag ich mal, mir krabbelt irgendwas in der Brille. Dass der erste Gang manchmal ein bisschen spinnt, das hat man bei vielen Maschinen mal. Hier ist es aber sehr auffällig, also sehr markant, dass das andauernd passiert. Ist sehr nervig, dafür geht der Leerlauf prima rein. Finde ich, ist eine sehr coole Sache, was Honda sich dabei gedacht hat. Kann man jetzt hier aufschließen, ist oben mit einem Gumminupsi, deswegen geht es immer ein bisschen schwierig auf. Da hat man halt ein bisschen Staufach, ne? Also da ist jetzt Schlüssel drin etc. Da, die leuchten halt durchgehend. Wenn man jetzt den Warnblinker anmacht, sieht man es nochmal döller. Muss man mal schauen, wie man das nachher handhabt, dass man sagt, okay, man macht andere Blinker rein, weil die Dinge, Alter, guck dir erstmal an. Was ist das denn? Junge, was haben die sich dabei gedacht? Ja, das Heck auch voll Katastrophe, muss man halt dazu sagen. Muss ich jetzt mal schauen, wie man das kürzer macht. Ja, Mittel und Wege gibt es überall. Ansonsten, Sozius Fußrasten haben sie gut versteckt. Nicht mit so einem hässlichen Metallhalter, wie viele andere das haben bei den 125ern, dass das übersteht. Hier hat man halt wirklich einfach, zack, die Sozius Rassen. Ja, ansonsten, Batterie rankommen, dachte ich, easy, Sitzbank runter. Kannst du vergessen, darfst die ganze Verkleidung hier abnehmen, aber es war auch nicht schlimm. Also ich auch sogar als, sag ich mal, nicht so technisch begabter, habe das innerhalb von 10 Minuten, dann war das fertig. Wie gesagt, dann kurz den USB-Stecker da angebaut und dann easy peasy. Wie gesagt, fahrwerkstechnisch ist eine Vollkatastrophe. Also, Digga, wo kommt denn das Blatt her? Hey. Ist halt wirklich. Das Ding ist halt wie eine Matratze. Ich meine, zum lange Tourenfahren mega. Wenn man sagt, okay, man hat da jetzt Bock irgendwie mal 200, 300 Kilometer zu fahren. Da haben wir wieder das Thema mit dem ersten Gang. Jetzt haben wir ihn drinnen. Wie gesagt, ist halt so eine Kinderkrankheit. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht, wie das Fahrwerk die ganze Zeit eintaucht. Guck mal hier. Also es schlackert. Es schlackert einfach und wir fahren 50. Digga, das ist unfassbar scheiße. Also es taucht halt die ganze Zeit vorne links, rechts, die ganze Zeit so ein. Ja, nicht so geil. Ich finde es einfach wunderschön. Finde ich, deswegen habe ich mir eine Enduro gekauft. Weil ich hasse das, dieses durch die Stadt eiern und du weißt nicht wohin und Stau und dann stehst du da eine Ampel und bla, sondern einfach dieses hier. Einfach Freiheit und ich muss auch nicht mal schnell fahren oder rasen, das ist einfach genießen. Einfach genießen. Living life, Junge. Das ist the way to go. Ja, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, bezüglich der Honda, dann lasst mir gerne mal ein Like da, vielleicht ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt auf diesem Kanal. Und ansonsten auch gerne einen Daumen hoch. Wie gesagt, ist mein erster Motovlog, nenne ich mal einfach so. Seid da ein bisschen nachsichtig mit mir bitte. Und ja, das war's von der Honda. Und dann sage ich, tschö mit ö, reingehauen.